Mein Name ist Thorsten Butsch und ich erzähle jetzt etwas zum Thema Sehen. Schon im Altertum machten sich die griechischen Naturforscher Gedanken darüber, wie das mit dem Sehen funktioniert. Pythagoras beispielsweise ging von Sehstrahlen aus, die aus dem Auge herauskommen und die Gegenstände abtasten. Ptolemäus beispielsweise ging auch von Sehstrahlen aus, die im Zusammenspiel mit Lichtstrahlen, beispielsweise von der Sonne, das Sehen ermöglichen. Grundschulkinder sagen oft, dass Licht hell macht. Später entwickelt sich dann die Vorstellung, dass die Gegenstände von der Sonne oder einer anderen Lichtquelle angeleuchtet werden müssen. Doch wie sieht die heutige Vorstellung über den Sehvorgang aus? Das Auge ist ein Lichtempfänger. Wir können Dinge sehen, wenn Licht von ihnen in unser Auge fällt. Eine selbstleuchtende Lichtquelle, wie die Sonne in diesem Beispiel, sendet Licht aus. Wenn das Licht in unser Auge fällt, können wir die Sonne sehen. Doch wie sieht es bei nicht selbstleuchtenden Gegenständen aus? Hierzu muss eine Lichtquelle, selbstleuchtende Lichtquelle, wie die Sonne, diesen Gegenstand beleuchten. Dadurch wird der Gegenstand, in dem Fall die Rose, selbst zu einer nicht selbstleuchtenden Lichtquelle, also einer angeleuchteten Lichtquelle, und sendet selbst Licht aus. Wenn dieses Licht nun in unser Auge fällt, können wir die Rose sehen. Fassen wir noch einmal zusammen. Das Auge ist ein Lichtempfänger. Wenn das Licht von selbstleuchtenden Lichtquellen in unser Auge gelangt, können wir sie sehen. Alle anderen Gegenstände, angeleuchtete Lichtquellen, sehen wir, wenn sie beleuchtet werden und das Licht dann in unser Auge gelangt wird.